Und ihr seht schon, oder habt es hoffentlich schon bemerkt, wir sind wieder mittendrin in einem 360 Grad fast Live-Video. Und 360 Grad Video deshalb, weil ihr selbst die Kameraperspektive wählen könnt. Das heißt, das könnt ihr am Handy, am Tablet oder am Desktop-PC einfach mit dem Mauszeiger oder mit dem Finger könnt ihr quasi wischen und so scrollen und die Kamera schwenken. Oder am Handy oder am Tablet könnt ihr auch einfach das Gerät, das Device selbst ja, drehen und so eben die Blickrichtung ändern. Also ihr könnt jetzt entweder zu mir her schauen, auf eine tolle Aussicht oder noch eine schönere Aussicht. Habt ihr bestimmt, wenn ihr hier nach vorne blickt, da seht ihr ja die Kommandozentrale der aktuellen Honda Goldwing. Immer noch eine 1800er, erneuert wurde sie im Jahr 2018, das ist jetzt ein Modell 2019, ist aber jetzt nichts geändert worden. Und du hast bei dieser Maschine als Redakteur jetzt nicht den wahnsinnig großen Auftrag, weil du als Testpilot da eigentlich nur verlieren kannst, muss man so sagen, weil die Leute, die diese Goldwing fahren, kennen die in- und auswendig. Und sind meistens auch große Fans, wissen aber um einzelne Schwächen Bescheid, weil das eine sehr eingeschworene Gemeinde ist, eine sehr aktive Gemeinde ist und die ja, das Motorrad in- und auswendig kennen, die kommen auf Sachen viel eher drauf, als ich es kann, mit meinen paar hundert Kilometern, die ich da halt fahre bei so einer Testtour. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich Leute, die so umfangreich ausgestattete Motorräder nicht mögen, weil viele Leute halt Motorradfahren mit Leichtigkeit verbinden, Leichtigkeit hinsichtlich des Fahrzeuggewichts, aber auch hinsichtlich der Bedienelemente und ja, der Zugänglichkeit. Genug geredet, 2 Minuten reden wir schon, jetzt fahren wir mal und ich möchte euch einfach zeigen, wie sich diese Goldwing in der Praxis draußen anfühlt, wie man sie erlebt. Starten wir mal an. Wir haben, ich sehe, habe das vielleicht gesehen, ich greife schon wieder zur Kupplung, weil ich habe hier natürlich keine Kupplung, weil es ist eine sogenannte DCT-Variante mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, ganz was Mondänes, Leiberndes. Und ich drücke jetzt hier mal auf den D-Knopf rechts und bringe die Fuhre langsam und ja, exakt dosierbar in Bewegung. Ihr seht mittlerweile schon der dritte Gang drinnen, vierter Gang drinnen bei 40 km/h. Ich befinde mich im Tourmodus, fünfter Gang, 1500 Umdrehungen. Ja, vielleicht sehen schon die einen oder anderen, worum es bei diesem ja, DCT-Getriebe geht. Da geht es jetzt in dieser Applikation, so wie ich jetzt fahre, in dem Tourmodus ganz normal um Fahrkomfort. Ich fahre los, die Tachonadel kriecht langsam nach oben und ich habe schon den sechsten Gang drin und muss nichts an dem Fahrzeug bedienen, verändern. Und ich möchte den Test ganz bewusst mit dem Thema DCT-Getriebe anfangen, weil es schon ein zentrales Element von der Maschine ist. Auf der einen Seite ist so, dass gerade die Goldwing als fantastisches Tourmotorrad ein tolles Getriebe hat und wo ich sage, eigentlich ist das DCT nicht notwendig, weil der Motor so elastisch ist und weil das Getriebe so butterweich zu schalten ist, dass ich sage, hey, das kannst du auch ohne DCT fahren, das ist ganz großer Genuss. Auf der anderen Seite ist aber so, dass das DCT-Getriebe halt dann doch das Sahnehäubchen im Fahrkomfort ist und es erfordert aber Eingewöhnung. Das ist sicher nichts, was du sagst, da kannst du eine kurze Testfahrt machen und dann wirst du sehen, ob dir das gefällt oder nicht gefällt. Jemand, der das noch nie gefahren ist, wird das auch innerhalb weniger 100 Kilometern nicht sofort ins Herz schließen, weil schlicht und ergreifend das Getriebe nicht um die nächste Kurve sehen kann und auch nicht deine Gedanken lesen kann. Es kann immer nur anhand von Vergangenheit, also von dem, was war hinter dir und was passiert jetzt, reagieren und den Gang einlegen, kann aber zum Beispiel nicht wissen, dass da vorne jetzt ein Ortsgebiet kommt und dass es sich jetzt nicht mehr lohnt, in den siebten zu schalten, sondern dass ich eh gleich vorhabe, da jetzt zu bremsen. Und das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo man, wenn man dann mehr Erfahrung hat und länger mit der Maschine fährt, dann das schon intuitiv bedient, weil bedienen tut man dieses DCT-Getriebe, ich wende jetzt hier mal, tut man das eigentlich dann in der Fahrt mit dem Gasgriff. Dieser manuelle Modus, muss ich sagen, ich kann ja jetzt hier, ich könnte auch manuell schalten, das ist was man in der Praxis fast nicht macht. Also wenn man das DCT-Getriebe dann besser kennt, lernt man dann, okay, wenn man den Gasgriff heftig öffnet, ich kann es jetzt hier mal demonstrieren,
dann schaltet er vehementer zurück und haltet das Drehmoment oder Drehzahlniveau nachher höher. Ihr seht es, er schaltet es nicht hoch, weil ich ja vorher den Gasgriff heftig geöffnet habe. Lasst er mich jetzt ein bisschen sportlicher fahren. Wohingegen, wenn ich jetzt in eine Rollphase übergehe und den Gasgriff nur mehr gemächlich öffne, checkt das DCD-Getriebe, also die ECU checkt es. Okay, also der Pilot hat jetzt genug Adrenalin-Kick gehabt, jetzt möchte er wieder gemütlich dahin gleiten und passt soweit, jetzt können wir das Drehzahlniveau wieder absenken. Vielleicht ist euch vorher aufgefallen, Thema Wendekreis. Vielleicht, ich werde es davon nochmal demonstrieren. Die Maschine wirkt irrsinnig groß, schwer, behäbig. Was aber schon ist, ist, dass die Maschine vom Wendekreis und von der Fahrzeuglänge her kompakter ist, als man es vermuten lässt. Also das ist durchaus eine Maschine, wo du im urbanen Gelände angenehm vorankommst und da keine Einschränkungen hast, weil durch diesen Doppelquerlenker da vorne, ihr seht das unterhalb vom Display, ist es möglich, dass man den Motor relativ weit nach vorne baut, man eine relativ kompakte Maschine zustande bringt und durch diese Doppelquerlenker, Vorderradaufhängung auch für diese Fahrzeugklasse einen angenehm kleinen Wendekreis zustande bringen. Ich werde davor mal ein kleines Wendemanöver durchführen. Selbstverständlich, über Moralapostel, werde ich es erst 100-fach kontrollieren, ob vorne und hinten nichts kommt. Ich werde das da jetzt machen. Es ist jetzt ja früh morgens, ist es nicht mehr, aber einigermaßen in der Früh. Und da ist nichts los. Ich kenne die Strecken in- und auswendig. Jetzt mache ich hier einen kleinen Wendekreis. So, da jetzt schlage ich voll ein und ihr seht, was diese fette Brumme kann, einen relativ engen Radius fahren. Was auch gesehen habt, also es ist schon eine Herausforderung. Ich wollte jetzt eigentlich den kompletten Wendekreis auf Lenkanschlag fahren, ist mir nicht ganz geglückt. Ich bin ja jetzt mit der Hinterbremse, dosiere ich die Maschine, habe ich jetzt dosiert, weil ich ja keine Kupplung habe oder keine Finger am Kupplungsgriff habe, wo ich ein bisschen dieses Sicherheitsgefühl dann hätte, dass man die Maschine nicht abstirbt. Was aber nicht der Fall ist. Aber ich bin die Maschine jetzt auch noch nicht 1000 Kilometer gefahren. Dieses Gefühl muss man halt erst entwickeln. Kommen wir mal zurück zu diesem Doppelquerlenker. Schaut sich das an, vorne unterm Display, wie dieser Doppelquerlenker ständig arbeitet. Das ist ständig, also diese Vorderradaufhängung arbeitet, da ist ständig eine feine Bewegung mit am Start und es wird ständig gedämpft und gearbeitet, bis der da ist Schott auf der Straße. Und man gleitet mit dem Fahrzeug, ja, ich würde mal sagen, wirklich, so ist ein bisschen klischeehaft, aber wie ein fliegender Teppich dahin. Es ist vom Fahrkomfort, was vorne abgeht, aus meiner Sicht konkurrenzlos. Es sind diese ESA-Systeme von BMW auch eine gute Geschichte und auch leiwand, aber die Goldwing setzt in dem Bereich für mich den Maßstab. Ein bisschen, wenn man es nicht kennt wieder, ist es so, dass diese Transparenz am Vorderrad vielleicht nicht so ist, wie man es kennt. Diese Doppelquerlenker entkoppelt wirklich komplett die Fahrbahn von der Realität irgendwie. Man schwebt da richtig drüber und dann hat man am Anfang ein bisschen das Problem, weil das muss ich da ein bisschen mich zurückfallen lassen, dass ich da nicht diese, da muss ich die Sicht abdecken. Ich möchte nicht die fremden Menschen hier bespitzeln mit meiner Kamera. Ich fahre da kurz rechts ran irgendwo. Na, geht dann nicht. Ist immer so eine Geschichte bei diesen Onboard-Aufnahmen. Ich fahre extra für morgens, dass ich da niemanden störe. Ich werde da kurz ranfahren, meine lieben Leute. Und dass ich dann alleine bin, kann ich euch kurz was erzählen noch. Ja, und dieser Doppelquerlenker entkoppelt dieses Fahrzeug irgendwie von der Fahrbahn. Auto-Start-Stopp können wir jetzt auch gleich präsentieren. Und es ist am Anfang ein bisschen ungewohnt und ist aber dann super vertrauenerweckend, wenn man es mal kennt und man weiß, was sie kann, was sie tut, was sie macht. Und von hinten her kriegt man denen dieses Feedback, also vom Federbein hinten, das notwendig ist, dass man da Vertrauen aufbaut. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Motorrad fährt und man fährt über seine kleine
ja, Asphaltunebenheit, dann würde man sich ja irgendwas erwarten, irgendein Gefühl an den Lenkerenden. Das stellt sich aber nicht ein, weil das einfach drüber bügelt. Ihr seht ja, wie feinfühlig das arbeitet. Das ist ein Ständer, obwohl der Asphalt ist hier glatt gebügelt und trotzdem hast du ständig eine kleine Mikrobewegung mit drinnen. Das wird alles ausgebügelt. Aber es kommt dann, wenn man über eine ganz feine Asphaltunebenheit, so wie hier jetzt drüber fährt, kommt dann halt über das Popometer hinten, dann über das normale Federbein auch gut, auch nett, eine gute Tourendämpfung hinten, alles okay. Kommt von hinten so ein bisschen Feedback rein und dann weiß man, okay, alles ist in Ordnung. Ich weiß, was ich tue, ich weiß, was ich mache und alles im grünen Bereich. Was man vielleicht jetzt auch sieht, ich werde jetzt ein bisschen die Geschwindigkeit dann erhöhen, ich fahre dann die gleiche Strecke nochmal rauf. Und was man vielleicht jetzt auch sieht, diese Maschine hat eine überraschend hohe Schräglagenfreiheit. Also jetzt streife ich, das war schon relativ schräg. Warum ist diese hohe Schräglagenfreiheit möglich? Auch das hat im Prinzip mit der insgesamt doch wahnsinnig komplexen Konstruktion von dieser Honda Goldwing zu tun, weil da steckt ja wahnsinnig viel Erfahrung drin. Die Insider kennen es, da gab es mal die 1000er, die 1200, die 1500, das gibt es jetzt schon ein paar Jahrzehnte und da gibt es halt wahnsinnig viele kritische Kunden, die hier wahnsinnig detailliertes Feedback gegeben haben. Und ihr seht, die Maschine ist ein echter fetter Brummer, man kann es aber trotzdem unglaublich leicht, also schon leicht dirigieren, leicht wenden, leicht manövrieren, weil es einfach gut und hochwertig funktioniert. Jetzt bin ich wieder mal abgeschweift, das ist eine Verzettelungsparade, der Zonko war stolz auf mich. Wo waren wir jetzt eigentlich? Genau, ich wollte ein bisschen andrücken. Und diese Schräglagenfreiheit liegt auch daran, dass eben hier zwischen den Beinen, man bitte schaut es nicht so genau zwischen meine Beine, aber ein bisschen könnt ihr kurz runterschauen, seht ihr, dass beim Fußraum hier eigentlich ein recht kompakter Knieschluss da ist und auch zwischen den Beinen des Fahrzeugs eigentlich recht kompakt ist. Das ist deswegen möglich, weil der gesamte Motorblock weit nach vorne rücken kann durch diese, es war früher mal eine Hosseck-Gabel, es gab dann irgendeine Patentstreiterei, ich weiß nicht, Honda, glaube ich, mag nicht immer das Hosseck-Gabel nennen, das ist halt ein Doppelquerlenker und da ist auch so, dass das Vorderrad quasi, ja, wirklich linear nach oben geht oder senkrecht nach oben geführt wird und nichts beim Eintauchen näher an den Motorblock rankommt. Dadurch hast du da vorne einfach viel mehr Platz und kannst den Motor weiter nach vorne führen. Also es steckt da schon viel Know-how drin, viel Reifegrad. Und die Goldwing war ja früher mal ein Naked Bike als Tausender, also die erste Goldwing war mal ein Naked Bike. Irgendwie ist es aber so leibend gefahren als Tourmotorrad, dass Honda dann mehr und mehr ein Tourmotorrad draus gemacht hat. Die aktuelle Variante ist so, dass die Goldwing Insider sie durchaus mögen. Der größte Kritikpunkt, den sie mit sich bringt, ist, dass sie bei den Gepäckmöglichkeiten für diese Fahrzeugkategorie einfach ein bisschen Einschränkungen hat. Also Einschränkungen ist jetzt wirklich relativ, da werden jetzt einige Leute komplett mit Lachtränen vom Sofa kippen, wenn ich sage, ich habe hier trotz dieses massiven Koffersets zu wenig Stauraum, aber in der Tat ist so, dass dann Rückschritt auch gibt im Vergleich zum Vorgängermodell und die Leute sind ja mit dem Vorgängermodell wahnsinnig zufrieden gewesen, fahren wahnsinnig viel Kilometer drauf und das Motorrad kostet ja auch ein Vermögen. Insofern gibt es halt viele, die sagen, durchkalt mal die alte, das passt super und braucht nicht auf die neue umsteigen. Auf der anderen Seite, was mir der neuen halt gut gefällt, sie ist beim Preis nicht, aber beim Design her ein paar Jahre jünger geworden. Also wenn ich jetzt sage, so 40-jährig, früher war Goldwing so, ich sag mal ab 50 plus, ich sag mal jetzt, wenn man es sich leisten kann, ist es durchaus was, was man auch so, ja, sich für die Midlife-Kreise oder für die beginnende Midlife-Kreise sich genehmigen kann und nicht, jetzt sage ich mal, als Olymp des Motorradfahrerlebens als letztes Motorrad gönnen muss. Sie ist von der Linienführung kompakter, sportlicher und, was mir besonders gut gefällt, sie ist nicht mehr komplett verkleidet, sondern man sieht die Technik auch ein bisschen und das finde ich ist wahnsinnig wichtig, dass der Motor da ein bisschen mehr zelebriert wird, ist ein bisschen weniger Verkleidung mit dran und ich finde, dass die optisch halt wirklich hervorragend gelungen ist. Von der kompletten Ausstattung, ja, möchte ich jetzt nicht langweilen, du hast halt dieses Apple CarPlay mit drinnen, gibt es dann den Glaubenskrieg, ob das Leihwand ist oder ob das Android Auto besser ist, keine Ahnung.
Es ist das Apple-Kabel mit drin, das funktioniert gut. Und ihr seht, ich habe hier eine wahnsinnig hochwertige Kommandozentrale mit diesem Navigationssystem mit drinnen. Ich kann, wenn ich eben das Apple-Handy jetzt hätte, ich habe halt ein Android und habe das Apple beim ersten Test schon ausprobiert. Das funktioniert gut, ihr kennt das vielleicht vom Auto, ist schwer in Ordnung, du kannst das halt alles einfacher, schneller bedienen, passt wunderbar. Trotzdem finde ich es gut, dass nicht komplett digitalisiert worden ist, das Display, sondern dass ich einen leimenden Drehsalmesser habe, einen schönen Tachometer, diese segmentierten Anzeigen, wo, ui, Alter, der Benzin ist fast leer. Das ist immer das Gleiche, Alter. Wenn du so 1000 PS bei einem Motorrad abholst, ist immer der letzte Strich drin. Das geht mir auf die Nerven, Alter. Wenn ich da drauf komme, wer die zuletzt gefahren ist. Schaut euch das an, Alter. Jetzt schaue ich gerade. Zum Glück schaue ich rein, weil ich dann gleich fürchterlich wütend im Büro. Ist jedes Mal das Gleiche, Alter. Arschgesichter. Ja, dann werden wir umdrehen zur Tankstelle fahren, meine Lieben, oder? Soll ich da wieder irgendwo wenden? Also die Maschine, die Goldwing, ist so, also kann ich da wieder mitten auf der Straße, weil eins muss ich euch noch zeigen, aber das ist mitten auf der Straße, da kann ich mir wieder was anhören unter den Kommentaren, diese Rangierhilfe, ich zeige es nicht mitten auf der Straße, da fahre ich dann woanders hin. Fälschlicherweise finde ich, wird ja immer behauptet, die Goldwing hätte einen Rückwärtsgang, das würde ich so noch gelten lassen beim Standardgetriebe, aber beim Automatikgetriebe, beziehungsweise darf man nicht sagen Automatik, ist eine DCT-Automatik, die keinen Wandler drin hat, sondern, ihr kennt die Technik, glaube ich, mittlerweile von dem DCT-Getriebe, habe ich eine, ich würde es mal nennen, Rangierhilfe, weil dieses DCT-Getriebe hat natürlich schon einen Nachteil, bei ganz, ganz niedrigen Geschwindigkeiten, also 1 km/h und abwärts, also beim Rangieren, ist die Dosierung ein bisschen mühselig. Das ist mir vor allem beim Honda XEDV aufgefallen, dass das so im urbanen Gebiet manchmal beim Auspacken, beim Einpacken ein bisschen mühselig ist. Das zeige ich jetzt kurz, wie Honda das jetzt da gelöst hat bei der Goldwing mit dieser Rangierhilfe. Da werden natürlich die Leute, die das Motorrad nicht mögen, sofort sich auf die Schenkel klopfen und brusten und lachen. Aber diejenigen, die es mögen, können ja trotzdem zufrieden sein damit, weil es funktioniert wirklich gut. Das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dieser Schotterparkplatz, wo man wahrscheinlich mit dem Fuß nicht mehr so leiwand dirigieren kann. Jetzt stehe ich da auf diesen Schotterparkplatz und möchte ein bisschen zurückschieben und umdrehen. Dann drücke ich jetzt die Vorderbremse, drücke auf diesen Rangierhilfenknopf, zuerst drücke ich einen Leerlauf, Rangierhilfeknopf, und jetzt kann ich hier auf diesen Minus-Button drücken vom DCT-Getriebe, und ihr seht es, ich kann jetzt ganz vorsichtig die Maschine zurückfahren lassen und kann so jetzt zum Beispiel hier ein Wendemanöver durchführen oder ein Einparkmanöver durchführen, auch wenn es so wie jetzt der Schotter ist, ein bisschen so unwegsames Gelände. Und ja, es ist halt doch ein schwerer Brocken. Das Ganze geht vorwärts auch. Ich kann jetzt so vorwärts auch ein bisschen rangieren. Und so kann ich die Maschine quasi, wenn es ein bisschen mühselig ist, beim Einpacken leichter dirigieren. Ja, ist sicherlich eine Geschichte, wo Kritiker sich darauf aufhängen, wer braucht den Schatz. Aber ich muss da sagen, gestern beim Einpacken in der Stadt war ich froh, dass ich es gehabt habe, weil ich mich wirklich Millimeter genauso wie der Zufall neben einer 1600er GT BMW einpackt habe. Ich glaube, das ist die einzige, die es gibt in Wiener Neustadt. Und der hat einen schönen Parkplatz für mich freilassen, habe ich mich wirklich Millimeter genau Seitenkoffer und Seitenkoffer reingepackt. Super, dass mir das jetzt einfällt. Da machen wir jetzt abschließendes Kapitel jetzt von dieser kleinen Live-Fahrt oder von diesem Live-Eindruck für euch. Entschuldigung, dass ich immer zuhalte, aber ich möchte keine Menschen filmen, die einfach ihre Ruhe haben wollen. Vergleichen wir die mit anderen Motorrädern. Ich würde sagen, es gibt zwei Motorräder, wo ich sage, wenn ich jetzt persönlich privat meine kaufen würde, gibt es da quasi zwei andere Motorräder, mit denen ich die vergleichen würde. Das wäre die BMW K1600 GT/GTL. Das ist auch ein 6-Zylinder Rennmotor. Oder Harley, welches Modell? Irgendeine von den schweren Tourenring-Modellen, je nach persönlichen Vorlieben. Ich persönlich, auch wenn es nicht hundertprozentig vergleichbar ist, bin tatsächlich schwer am Überlegen, so eine Road King taugt mir gewaltig, aber natürlich eine Ultra Glide wäre eher ein Motorrad, was man mit so einer Goldwing vergleichen kann. Wie sind die drei Fahrzeuge jetzt? Also das höchste Maß an Fahrkomfort bietet die Goldwing, muss man so sagen, 1000 Kilometer durch urbanes Gebiet, durch Serpentinen, Autobahn, alles gemischt, alles was Motorradfahrerleben bietet, ist die Goldwing vorne.
Warum zwei Dinge punkten da? Das ist auf der einen Seite das DCD-Getriebe, auf der anderen Seite die Vorderradaufhängung. Also wer Fahrkomfort über alles stellt, der muss sich die Goldwing nehmen. Fahrdynamik in Kombination mit Fahrkomfort ist die BMW vorne, weil die BMW den stärkeren und auch ja, dynamischeren Motor hat. Dieser rein Sechszylinder von BMW hat nicht, vermittelt nicht diese Souveränität und Geschmeidigkeit wie dieses Aggregat her, hat aber ja, diese Sportlichkeit, eine höhere Spitzenleistung, hier haben wir ja nur unter Anführungszeichen 125 PS. Und die ist wahrscheinlich dann die richtige Wahl, wenn ihr in einer gemischten Gruppe unterwegs seid, wo andere Sporttourer unterwegs seid, weil ihr dann leistungsmäßig einfach mehr Reserven nach oben hin habt. Harley Davidson hat von der Sitzposition her einen noch angenehmeren Fahrkomfort. Das ist unglaublich, dieser Sattel, diese Lenker, das Sitz drin, kannst wirklich ewig fahren, von da nach Sizilien und zurück. Bietet aber natürlich jetzt ganz pragmatisch betrachtet nicht dieses hohe Maß an Fahrkomfort wie die Honda oder auch nicht wie die BMW, weil natürlich Charisma und Emotionen in Form eines polternden Motors zwischen den Beinen ja, einfach vorhanden sind und auch die ganze Mechanik, das Schalten, das ist wird bei Harley Davidson als mechanischer Vorgang zelebriert und hier als elektrohydraulisch-mechanischer ja, Notwendigkeit abgetan, die einfach funktioniert, aber nicht wirklich so mit Klack und Glock und Klonk zelebriert wird. Ja, ich würde jetzt noch reinfahren, vielleicht meinen Schluss einsprechen. Mit der Rangierhilfe komme ich dann eh wieder raus. Oder setzt er sich vor, jetzt fahre ich noch ohne Rangierhilfe, relativ langsam, jetzt leuchtet die Reserve auch schon auf, herrlich. Wenn ich drauf komme, wer da schon wieder nicht dankt hat. Ja, meine lieben Leute, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Eindruck geben von dieser Goldwing und konnte es ein bisschen erleben. Ich bin nicht der ganz große Experte bei der Maschine. Ich glaube, das ist aber dann trotzdem schwer in Ordnung für die, die die Maschine noch nicht so gut kennen. Ihr seht, manchmal habe ich auch mit dem linken Lenkerende in die nicht vorhandene Kupplung gegriffen. Mich fasziniert die Maschine. Am Ende bleiben zwei Kritikpunkte übrig. Das gilt jetzt aber nur für Österreich. Ein Kritikpunkt gilt für Deutschland und Österreich. Also auch ich muss sagen, ich wollte mit meinem Sohn eine Reise machen. Ich muss sagen, es ist tatsächlich zu zweit eine Mehrtagestour. Da muss man sich ein bisschen was überlegen. Es hat nicht dieses Maß an Gepäckvolumen, das man eigentlich glaubt, wenn man sich das anschaut. Ist halt so. Und auf der anderen Seite in Österreich, durch diesen hohen Hubraum, hast du halt wahnsinnig hohe Steuern drauf. Das heißt, wenn deutsche Zuseher sagen, dass die Maschine teuer ist, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Das ist jeden Cent wert. Aber in Österreich ist halt ein Drama durch diese hohe Besteuerung. Kann Honda nichts dafür. Ansonsten hält sie alles, was sie verspricht. Ganz großartig. Und jetzt natürlich, ganz wichtig, eure Erfahrungen, liebe Goldwing-Fahrer, mit der Honda Goldwing, mit der 1800er, der 1500er, 1200er, 1000er, je nachdem, was ihr habt, postet es mir gerne unten drunter. Gerne auch mit Foto, gerne auch mit Erlebnissen. Bereichert solche Videos immer ungemein. Danke, tschüss und baba.